Das Finale wird nicht mehr gelost. Was soll ich machen? So, das Finale wird nicht mehr gelost, sondern läuft in der Reihenfolge der Auftritte. Das bedeutet, wer fängt an? Habt ihr euch das nicht gemerkt? Der erste Finalist ist ein Freibier für den ersten, der ruft jetzt. Hier vorne war es ganz klar. Ja, so 20 Freibier. Ein Freibier für den jungen Mann hier, der ist 3. Für welchen? Ist der schon 16? Ja. Ja. Ist der schon 16, ich glaube. Bitte den Personalausweis kontrollieren, wenn er an die Bar kommt. Ja. Da ist er auch schon. Da ist er auch schon, der Karius Blauopoulos. Ja, ich habe gerade meine pessimistische, misanthropische Phase. Deswegen lese ich jetzt 2 Assi-Texte. Der erste trägt den Titel Sprachlos. An einem bewölkten Samstagmorgen trifft Matthias Eichendorfer seinen alten Fußballkameraden zufällig mal beim Bäcker. Mensch, Pille, sagt er, du hast dich ja kein bisschen verändert. Der querschnittsgelähmte Philipp Weber ist sprachlos. Noch einen Text gegen gute Menschen geschrieben. Der Gemeinte weiß, wer gemeint ist. Du hast wieder diesen Blick drauf, diesen nichtssagenden, allwissenden Blick und ich sage alles und weiß nichts und du schaust mich nur an, musst das nicht und verziehst keine Miene, dir sind schon längst die Schweißflecken und der Mundgeruch aufgefallen, aber du sagst nichts dazu aus Rücksicht, denn du bist ja so rücksichtsvoll, da habe ich Zwiebelmett gegessen, Mann, verstehst du Zwiebelmett, Alter, aber was rede ich da, das verstehst du natürlich nicht, du riechst ja nie nach Zwiebelmett, du riechst schließlich nach gar nichts, außer du willst nach etwas riechen, zu jedem anders der perfekte Geruch, nach nichts, wenn du mir gegenüber sitzt, nach süßlichem Chlor, wenn du Frauen im Schwimmbad anbaggerst oder nach Honig, wenn du auf Bärenjagd gehst. Wieso gehst du überhaupt auf Bärenjagd? Verdammt, nur eines deiner vielen ausgefallenen Hobbys, was du bist, ja so interessant. Jeder findet dich interessant. Dich und dein Huppi-Fluppi-Diplom und dein Summa Cum Laude Kladderadatsch immer korrekt und engagiert und immer besorgt und immer ganz vorne mit dabei, aber ganz vorne. Jungscher, Jusos, Peter, Amnesty, aber ich kauf dir das nicht ab, du Tollfass, Nazi. Nein, ganz bestimmt nicht. Niemand ist perfekt, auch du nicht. Nicht mal, wenn du deine Runden beim AIDS-Spenden-Marathon drehst. Du in deinen schreckigen Adidas-Shorts. Du mit der Startnummer 1. Du, der du wieder perfekt nach vorne im Wohltätigkeitsschweiß riechst. Du, der du als Erster durchs Ziel rennst, mit der Startnummer 111 nochmal losrennst, um wieder unter die ersten 100 zu kommen. Und ich sitz da und guck dir zu und riech nach Zwiebelmett, obwohl ich Döner gegessen habe. Und du schaust mich an und verurteilst mich nicht. Und ich find das zum Kotzen, Mann. Du schaust mich an und akzeptierst mich so, wie ich bin und rümpfst keine Augen und verdrehst keine Nase. Du siehst mich nur an, ganz provokant und denkst dir nichts. Und das ist ganz schön anmaßend, mein Freund. Du sitzt da und nippst an deinem Fairtrade-Chai, während ich mir Billigkippen mit Wodka Energy reinpump, sitzt du da und erlaubst dir kein Urteil über mich. Was denkst du, wer du bist, mich nicht zu verurteilen? Du mit deinen perfekt proportionierten Asymmetrien, du mit deinem Knackbauch und deinen Waschbrettarmen, du mit deiner spartanischen Statur, du Meisterwerk der Eugenik, du Unikum, du Elite, du Supertalent, du Jesus, du Obama, du Schlag den Rat. Wer bist du, dich mit mir auf eine Ebene zu stellen? Geh dahin, wo du hingehörst, ganz auf die Spitze nämlich und blick gefälligst runter, wenn du mit mir redest, aber du redest nicht, du sagst nichts und das meinst du auch noch ernst. Du guckst mich nur verständnisvoll an und strahlst Sympathie aus und ich hasse dich dafür. Du bist so, wie jeder sein sollte, aber niemand sollte so sein wie du. Niemand sollte. Darf noch was sein? Unterbricht mich die Kellnerin. Die Rechnung bitte, sage ich. Ich lade dich ein, sagst du. Quatsch, ich lade dich ein, sage ich. Ich frage, kannst du mir was pumpen? Und du sagst, aber natürlich, Papa, danke. War das? Als nächstes.